Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grundlagen der Funktionalanalysis nach einer kleinen, unbedeutenden Pause von 3-4 Monaten. Ist jetzt aber auch egal, war stressig. Nennt sich Prüfungsphase, ist aber gut gelaufen. So, jetzt hatte ich erstmal wieder Anfang Semester, da ist immer ein bisschen fummelig, also geht weiter. Heute machen wir den Abschluss für Grundlagen der Funktionalanalysis. Also mit diesem Kapitel endet sozusagen dieser Videokurs, geht dann aber weiter in den Nachfolgekurs. Dazu am Ende des Videos mehr, beziehungsweise am Ende der Videos mehr. Ja, ihr kennt das Spielchen, ich erkläre das Ganze in Ruhe. Wer nicht warten will, der spule vor. Oder guckt einfach, wenn die Videos dann erscheinen, das ist ja ein Halbstundenrhythmus. Was machen wir heute? Wir gucken uns eins der letzten Grundprinzipien an von der Funktionalanalysis. Wir hatten ja sowas wie Satz der offenen Abbildung, abgeschlossener Graph, gleichmäßige Beschränktheit etc. pp. Und der Satz von Herrn Banach ist sozusagen eines der Prinzipien, die wir nach hinten raus am häufigsten gebrauchen werden. Lässt man diesen Satz weg, fällt viel Funktionalanalysis weg. Dann ist man im Prinzip an diesem Punkt fertig. Wir wollen jetzt also gucken, was tut der Satz von Herrn Banach? Wie sieht er für verschiedene Körper aus, also für reelle und komplexe Zahlen? Und insbesondere, ja, was machen wir damit? Ja? Und wir fangen einfach mal an, indem wir motivieren, wo wir überhaupt hinwollen mit der Reise. Ich habe dazu mal die Folie ein bisschen umgestellt, damit das alles ein bisschen netter aussieht, auch im Hinblick schon auf den Nachfolgekurs, damit das alles ein bisschen im Fluss ist. Ich bin ganz zufrieden mit dem Format, ihr könnt da gerne Feedback zu geben. Gerade im Vergleich zu vorher. In der Literatur heißt der Satz von Herrn Banach häufig auch Hahn-Banachscher Fortsetzungssatz. Und wenn wir Fortsetzungssatz hören, dann erinnern wir uns dunkel dran zurück, dass wir das ja schon mal hatten. Nur halt in einem speziellen Setting. Wir haben ja schon mal den Satz 8.4 gehabt. Da haben wir ein Fortsetzungsprinzip konstruiert. Für ganz einfache lineare Operatoren zwischen normierten bzw. Banachräumen. Und das sah folgendermaßen aus. Wir haben uns einen normierten Raum X genommen. Y irgendeinen Banachraum. Dann haben wir einen Unterraum von X fixiert. Und einen stetigen linearen Operator vom V nach Y. genommen. Und dann haben wir festgestellt, wenn wir jetzt dieses T fortsetzen wollen auf den Rand, also sozusagen auf den Abschluss von V, können wir das in genau einer Art und Weise machen, sodass die Fortsetzung stetig, linear und normerhaltend ist. Und gerade dieser letzte Punkt normerhaltend wird gleich noch eine Rolle spielen. Da werden wir ein bisschen was zu sehen. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen von diesem doch recht speziellen Setting weg. Wir wollen das ein bisschen aufweichen. Und das halt machen wir ein paar Verallgemeinerungen und Erweiterungen. Aber bevor wir das machen, brauchen wir, wie so oft, ein bisschen vorbereitendes Material. Insbesondere brauchen wir das Lemma von Zorn in einer Fassung, wie sie für uns passt. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also zunächst ein paar Begrifflichkeiten. Wir fangen an mit dem algebraischen Dualraum. Also, wir nehmen uns jetzt einen Vektorraum über dem Körper K. K ist bei uns wie immer der Körper der reellen Zahlen oder der Körper der komplexen Zahlen. Also nichts Neues. Nee, wir sind immer noch in den ganz normalen Körpern für die Funktionalanalysis unterwegs. Und jetzt definieren wir die Menge E Stern. Das soll einfach sein, alle Operatoren von E in den Körper der reellen Zahlen, die linear sind. Also das heißt, das ist nichts anderes als sozusagen die Menge aller Funktionale, die einfach linear sind. Aber nicht zwangsweise stetig. Die Stetigkeit, die haben wir in E' gefordert. E' heißt deshalb auch häufig topologischer Dualraum. Ja, was heißt auch? Es ist eine historische Bezeichnung. Und die Elemente vom algebraischen Dualraum E' Stern, die heißen auch Linearform. Und es gilt offensichtlich, dass E' eine Teilmenge von E' Stern ist, weil wenn ein Operator linear unstetig ist, ist er auch linear. Umgekehrt natürlich nicht unbedingt. Ich bin mir auch mittlerweile nicht mehr sicher, ob wir das E' Stern brauchen. Ich habe es jetzt aber einfach mal drin gelassen, weil ich habe nicht alles durchgeguckt, was im Folgenden passiert. Ob das nicht irgendwann mal auf ihr Stern arbeitet. Deswegen möchte ich es hier an dieser Stelle drin haben und den Rest, den verlinken wir dann einfach irgendwie ganz komisch durch Cross-References. Da muss ich mir nur noch durchlesen, wie das geht. Aber das ist jetzt kein Problem für dieses Video. Jetzt werden im Folgenden eine spezielle Klasse von Funktionalen eine große Rolle spielen, die sogenannten sublinearen Funktionale. Ja, und da müssen wir uns erstmal jetzt ein Bild von verschaffen, was ist ein sublineares Funktional? Das ist sozusagen die zweite Vorarbeit, die wir hier haben. Das ist 18.2. Wir nehmen uns einen reellen Vektorraum E und dann nehmen wir uns eine Abbildung P von E nach R. Und die soll folgende Eigenschaften haben. Zum einen soll sie so eine Art Dreiecksungleichung erhalten, nämlich P von X plus Y soll kleiner gleich sein als P von X plus P von Y.
für alle XY aus E. Und zum anderen, ja, soll sie eine Art von Sublinearität haben, ne? Also linear würde ja heißen, P von Tx ist gleich Tpx. Sublinear heißt, wir sind drunter, ne? Also P von Tx ist kleiner gleich T mal P von x. Und wenn diese beiden Bedingungen S1, S2 erfüllt sind, dann soll unser P sublineares Funktional heißen. Und wichtig ist, dass die Bedingung S2 hier nur für T größer gleich 0 gilt. Das heißt, wir sind hier sogar noch ein Stück weit eingeschränkter als bei der Homogenität einer Norm. Nichtsdestotrotz sind natürlich Normen und Halbnormen sublineare Funktionale, weil die erfüllen ja insbesondere die Gleichheit durch die Homogenität. Ne? Das heißt, hier haben wir eine große Klasse von Beispielen für sublineare Funktionale. Nämlich jede Norm, jede Halbnorm. So, jetzt wollen wir im Folgenden im Prinzip mehrere Versionen vom Hahn-Banach formulieren, brauchen dafür jetzt allerdings das Lemma von Zorn. Um das formulieren zu können, brauchen wir aber die Begrifflichkeiten, die im Lemma von Zorn dann eine Rolle spielen werden. Also insbesondere brauchen wir Halbordnung und Kette. Und das machen wir jetzt. Also wir nehmen uns irgendeine Menge M und dann so eine Relation geschwungen kleiner gleich. Die heißt bewusst nicht kleiner oder kleiner wie sonst, weil das könnte sehr leicht mit der arithmetischen kleiner Operation oder Relation verwechselt werden, sondern das ist bewusst so ein geschwungenes kleiner. Das ist einfach so ein Standardsymbol für eine beliebige oder für eine allgemeine Relation, die aber einen gewissen Sinn im Hinterkopf hat. So, und die muss jetzt drei Sachen erfüllen. Zum ersten muss sie erfüllen, also wenn sie Halbordnung, das ist der Begriff, auf den wir hinaus wollen, diese Relation kleiner heißt Halbordnung, wenn sie drei Sachen erfüllt. Die erste ist, sie muss so eine Art Reflexivität erfüllen. Sie muss nämlich erfüllen, x ist kleiner x für alle x aus m. Damit ist schon mal klar, dass die arithmetische Ordnung kleiner keine Halbordnung sein kann. Ne? Weil x ist definitiv nicht kleiner als x. Aber kleiner gleich ist noch ein guter Kandidat. Das nur schon mal so im Hinterkopf behalten. Dann muss gelten, wenn x kleiner als y ist und y kleiner als z, dann muss x kleiner als y sein. Was? X kleiner als z sein, Entschuldigung, das ist ein Tippfehler. Dann muss x kleiner als z sein. Man kann diese Sachen auch wirklich 50 Mal lesen und man findet immer wieder neue Fehler. Es ist grandios. Also, dann ist x kleiner als z. Das ist auch nichts Neues in dem Sinne. Das ist für die kleiner gleich Relation zum Beispiel erfüllt. Ist x kleiner gleich y und y kleiner gleich z, dann wissen wir alle außer einer 1, dass daraus sofort x kleiner gleich z folgt. Und das ist soweit kanonisch. Und dann brauchen wir noch was, was wir auch aus der Analyse schon kennen. Wenn nämlich x kleiner als y ist und y kleiner als x, dann sind die beiden Elemente gleich. Das heißt, die Relation kleiner gleich, größer gleich, auf den reellen Zahlen, ganz wichtig, auf den reellen Zahlen, das ist eine Halbordnung. Ne, die erfüllt diese drei Axiome. Die erfüllt sogar noch mehr. Ne? Also da kriegt man alles mitgeordnet. Das sehen wir gleich in C, aber das wäre jetzt ein Prototyp oder ein ganz normales Beispiel für eine Halbordnung auf einer Menge. Kriegt man noch ganz viele andere hin. Wahrscheinlich ist die lexikografische Ordnung sogar ein. Ja, sie ist eine. Und dementsprechend, ne, bekommt man es hin. Lexikografische Ordnung ist einfach, dass A kleiner ist als B, kleiner als C und so weiter. Also wie das Lexikon sortiert ist. Oder Wikipedia, ne, für die jüngeren Zuschauer. So, ein Element aus dieser Menge M heißt jetzt maximal, wenn Folgendes gilt. Finde ich ein Element X, sodass M kleiner ist als X, dann ist X automatisch gleich M. Ne, wir machen uns das ganz kurz an einem Beispiel klar. Haben wir die Menge 1, 2, 3. Und ich finde ein Element, was bezüglich der Ordnung über der 3 liegt, dann ist es schon die 3. Das ist das Maximalelement. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Also da ist nichts wirklich Schwieriges hinter. Und jetzt kommt ein wichtiger Begriff, nämlich der Begriff einer Kette bzw. einer total geordneten Teilmenge. Dafür nehmen wir uns eine Teilmenge C, Teilmenge M und fordern, dass wenn wir x, y aus diesem C haben, dann ist x kleiner y oder y ist kleiner x. Das heißt, wenn wir die kleiner Gleichrelation auf R nehmen, dann ist dadurch R sogar total geordnet, weil es gilt natürlich für je zwei reelle Zahlen, dass x kleiner gleich y oder y kleiner gleich x ist. Funktioniert wunderbar. Ja, das heißt, die reellen Zahlen sind total geordnet. Das ist ein Ergebnis, das wir vielleicht auch aus der Analysis kennen, je nachdem, was man so in der Analysis macht. Das ist ja durchaus nicht ganz kanonisch. So, mit diesen drei Begrifflichkeiten, Halbordnung, maximales Element und Kette,
Da können wir jetzt das Lemma von Zorn hinschreiben. Natürlich können wir es nicht beweisen, weil das ist sozusagen eine axiomatische Forderung, dass sowas gelten soll. Na, und dementsprechend machen wir das einfach so. Also, unser Lemma von Zorn sagt aus, wenn wir eine Menge M mit einer Ordnung kleiner haben, die halb geordnet ist, und jede Kette eine obere Schranke hat, na, also jede Kette ist sozusagen nach oben beschränkt, dann gibt es ein maximales Element. Ja, das müssen wir jetzt so glauben. Das ist halt einfach nicht zu beweisen. Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Das Lemma von Zorn, so wie es hier steht, ist äquivalent zum Wohlordnungssatz. Und das sagt, dass jede Menge induktiv geordnet werden kann. Kann man mal nachlesen. Ist jetzt für unsere Zwecke nicht besonders dramatisch wichtig. Steht meines Erachtens nach ganz nett drin in dem Buch von Meise Vogt, Einführung in die Funktionalanalyse. Wie gesagt, ist für uns jetzt nicht besonders wichtig. Aber wir brauchen das Ergebnis, weil ohne den funktioniert der Beweis nicht. Gut, jetzt haben wir im Prinzip die Vorbereitungen durch. Jetzt können wir die Sätze oder den ersten Satz von Herrn Banach formulieren und dann beweisen. Ne, bevor wir dann beweisen, machen wir uns dann eine kurze Skizze, was uns der Satz überhaupt sagen möchte. Also, fangen wir mit der ersten Version an. Das ist der Satz von Herrn Banach über dem Körper der reellen Zahlen. Je nach Literatur gerne auch mal Urversion oder lineare Algebra-Version genannt. Weil was wir jetzt machen, ist im Prinzip gleich sehr viel Lina. Ne, also wir benutzen recht wenige Ideen, die wir bis jetzt gehabt haben, sondern das ist noch ein verhältnismäßig elementarer Beweis. Aber ne, das Problem ist, wir brauchen dieses Lemma von Zorn da drin. Und immer wenn wir beim Lemma von Zorn sind, müssen wir uns im Klaren sein, dass wir uns sozusagen in einem kleinen Grenzbereich der Mathematik bewegen. Weil das Lemma von Zorn ist nicht nur äquivalent zum Wohlordnungssatz, sondern auch zum Auswahlaxiom. Das Auswahlaxiom, das ist ja so eine gewisse Glaubensfrage bei Mathematik. Entweder man glaubt's oder man glaubt's nicht. Grob gesagt heißt das Auswahlaxiom ja nur, wenn ich eine Menge von Mengen habt, was auch immer das sein mag, im Sinne der axiomatischen Mengenlehre natürlich, Zermelo-Fränkel, kann man sich auch wieder durchlesen, ist aber auch nicht so wichtig, dann kann ich, grob gesprochen, aus jeder Menge eins rausnehmen, ein Element. Und das, was ich hinterher erhalte, das ist nicht leer. Wie gesagt, es lässt sich nicht beweisen. Zumindest nicht im Axiomensystem der klassischen Mathematik. Das ist unter anderem Resultat aus den Gödel'schen Unvollständigkeitssätzen. Aber ich finde es plausibel. Weil wir nehmen aus nicht leeren Mengen jeweils was raus. Warum sollte dabei was Leeres entstehen? Aber wie gesagt, ist ein philosophisches Problem. Wir nehmen hier für die Funktionalanalysis an, dass es gilt. Sonst können wir Funktionalanalysis ab hier nicht mehr weiter betreiben. Dem ja, ist halt einfach so, weil das haben schon viele Leute probiert. Man kann da nicht mehr viel machen. So. Was sagt uns dieser Satz von Herrn Banach jetzt aus? Wir nehmen uns einen reellen Vektorraum, den nennen wir E, und einen Unterraum V0. Und jetzt nehmen wir uns ein sublineares Funktional von E nach R und eine Funktion oder eine Abbildung F0, die von diesem Unterraum V0 nach R geht. Die soll linear sein und die soll für jedes x in dem Unterraum V0 die Ungleichung F0 von x kleiner gleich p von x erfüllen. Das heißt, F0 liegt anschaulich gesehen sozusagen unter P. Anschaulich gesehen. Ne? Und jetzt sagt der Satz aus, es gibt eine Linearform. F von E nach R. Oder man könnte es so formulieren, F in E Stern. Also es gibt eine Linearform. F von E nach R. Die eingeschränkt auf V0 gerade das F0 ist, was wir gegeben haben. Und die diese Ungleichung erfüllt. Nämlich minus P von minus X ist kleiner gleich F von X. Ist kleiner gleich p von x für alle x aus e. Das heißt, ich kann das f0, was ich habe, zu einer Linearform auf dem ganzen Raum fortsetzen und dabei aber diese Ungleichung 4 erhalten, aber auch gleichzeitig noch nach unten verschärfen. Das ist so die generelle Aussage dieses Satzes. So, und den werden wir jetzt beweisen. Da werden wir jetzt auch ein bisschen was zu tun haben, weil das ist tatsächlich kein in irgendeiner Art und Weise trivial gearteter Satz. Also gucken wir uns das doch in Ruhe an. Also Beweis, Satz oder Theorem, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich glaube Theorem wahrscheinlich eine, ja, aber ist auch wurscht. 18.6, also das ist Urversion Hahn-Banach.
Ich versuche das jetzt so gut wie möglich zu gliedern, damit man einfach schön entspannt einen Faden hat. Also, wir machen zwei Beweisteile. Im Beweisteil 1 sagen wir sozusagen, wir nehmen ein x1 aus dem Komplement von v0 und setzen um sozusagen den Spann von x1 fort. Und jetzt möchte man ja gerne induktiv immer weiter fortsetzen, bis es maximal wird. Jetzt ist das Problem, wir sind in unendlich-dimensionalen Räumen unterwegs. Weil endlich-dimensionale Räume haben wir ja in Kapitel 10 abgefrühstückt. Das heißt, dieses Induktionsprinzip, immer so ein Stückchen weiter fortsetzen, bis es nicht mehr geht, funktioniert nicht, weil die Dimension zu groß ist. Und da greift das Lemma von Zorn. Und diese Beweisidee, ja, die setzen wir jetzt sozusagen um. Also, erster Teil. Und dann kommt gleich hier noch eine 1. Also eckiger 1 sozusagen, Beweisteil, Runde 1, Beweisschritt. So, wir wählen jetzt zunächst mal ein x1 aus dem Vektorraum ohne v0, also aus dem Komplement. Entschuldigung. Und definieren jetzt passend dazu eine Menge v1. Und die soll einfach sein v0 in der direkten Summe mit dem Spann von x1. Das heißt, das soll nichts anderes sein als x plus lambda x1 für alle x in v0. Ja, und lambda aus unserem Körper, das ist jetzt in diesem Fall speziell lambda aus R. Ne? Also das ist nichts anderes als die aus der linearen Algebra bekannte direkte Summe. So, und jetzt rechnet man nach. Wenn ich mir f0 angucke, also das lineare Funktional, was ich gegeben habe von x, und ich addiere f0 von y drauf. War lineares Funktional richtig? Ja, genau. Es ist linear von v0 nach r. Dann ist das wegen der Linearität einfach gerade f0 von x plus y. Ne? Das ist gerade die Linearität. Jetzt habe ich nach Voraussetzung festgestellt, das ist kleiner gleich p von x plus y. Also das ist Voraussetzung. Wir haben gesagt, diese Linearform auf v0 erfüllt die Abschätzung f0 von x kleiner gleich p von x. Das nutzen wir jetzt gerade hier aus. X plus y ist natürlich insbesondere wieder in v0, weil ein Unterraum. Ne? Naja, und jetzt können wir voraussetzen oder ausnutzen, dass das p sublinear ist nach Definition. Das heißt, wir können da was zwischenschieben und das mit der Dreiecksungleichung auseinanderziehen. Das heißt, wir können hier ein x1 zwischenschieben. Und wenn wir es einmal mit Minus dazwischen schieben, dann müssen wir es auf der anderen Seite mit einem Plus dazwischen schieben. Ja, das heißt, wir kriegen diese schöne Struktur hier raus. Naja, und diese Ungleichung, die können wir jetzt ein bisschen umformen. Und dann bekommen wir raus f0 von x minus p von x minus x1. Das ist kleiner gleich p von x1 plus y minus f0. Von y, ne? Also einfach das f0 von y hier rüber und das p von x minus x1 hier rüber gezogen. So, und diese Gleichung, Ungleichung, die nennen wir Sternchen und die gilt für xy aus v0. Ne? Da ist das f ja, f0 ja definiert. Also diese Ungleichung gilt für xy aus v0, das heißt Stern. Das ist auch schon der erste Beweisschritt. Das wollten wir sozusagen jetzt im ersten Teil zeigen, im ersten Schritt. Und jetzt gucken wir uns sozusagen an, ja, wie man damit sozusagen das p von x minus x1 hier genauer beschreiben kann. Das ist der nächste Schritt sozusagen. Also Sätze. Das ist jetzt einfach eine kleine Abkürzungsschreibweise, damit man jetzt nicht immer hier den ganzen Quark mitschleppen muss. Wir setzen Alpha fest als das Supremum über x aus dem Unterraum v0 über die Differenz f0 von x minus p von x minus x1. Ne, Supremum. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob das überhaupt existieren muss, also nehmen wir lieber ein Supremum, das darf dann zur Not auch mal explodieren. Was wissen wir dann sofort nach Setzung? Naja, dass Alpha definitiv kleiner gleich sein muss als p von x1 plus y minus f0 von y nach Stern. Ne, weil so ist das Ding hier gerade definiert. Das ist für jedes xy kleiner gleich als das, also auch für Supremum. Ja, das ist sofort eine Konsequenz aus Sternchen. Das hier können wir jetzt aber natürlich äquivalent umschreiben. So, wie schreiben wir das jetzt am schlauesten äquivalent um? Naja, wir schreiben es in zweierlei Sichten äquivalent um. Also, ich mache hier mal so ein Kästchen drunter.
Das ist einmal äquivalent zu dem, was hier unten hinkommt, und einmal äquivalent zu dem, was hier unten hinkommt. So, was ist zunächst mal richtig? Zunächst mal sagen wir, okay, dann ist f0 von y minus plus Alpha ja definitiv kleiner gleich p von x1 plus y. Ne, das ist einfach nur das f0 von y hier auf die andere Seite geschiftet. Das nennen wir zwei Sternchen. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen didaktisch hier hingebaut. Also f2 Sternchen bezieht sich hier auf diese Formel. Und zwar auf diese Ungleichung. Andererseits kann ich aber natürlich auch Folgendes ableiten, nämlich f0 von x minus Alpha ist kleiner gleich p von x minus x1. So. Das hier gilt ja in gewisser Weise für jedes y. Das heißt, ich setze jetzt hier y speziell gleich x. Das muss ich hier an den Äquivalenzfall dran schreiben. Dann kriege ich diese Gleichung hier raus. Die nennen wir drei Sternchen. Keine Panik, es gibt noch ein paar Sternchen, aber die sind dann unten mit Index. Ne? Hier kann ich noch eine Kleinigkeit zu sagen. Man kann natürlich das Ganze ein bisschen ja, exakter aufschreiben. Ich kann mir sozusagen das p von x minus x1 jetzt hier aufdröseln. Das möchte ich auch noch einmal kurz tun, damit dieser Schritt hier ein bisschen ja, mehr Futter erhält. Und zwar kann ich mir angucken, p von x minus x1. Also entweder setzt man y gleich x, das ist eine valide Variante, weil es für alle gilt. Oder man sagt einfach, p von x minus x1 ist ja nichts anderes nach Definition als f0 von x minus f0 von x minus p von x minus x1. Ja, ein bisschen knapp. Einfach eine Nulladdition gemacht. Ne? Das hier oben reingeschiftet, dann haben wir genau das hier. Also diese beiden Sachen können wir aus dieser Formel hier herausziehen. Naja, und diese beiden Formeln, das schreibe ich hier nochmal mal ganz kurz lapidar hin. Ich nutze gerade auch überhaupt nicht den vorhandenen Einzug. Ne? Also diese beiden Formeln, so muss es sein. Ja, die gelten für, was haben wir hier, x in V0, y in V0. Ja, also da haben wir jetzt nicht irgendwelche Einschränkungen benutzt, sondern wir haben einfach nur elementar mit den Bedingungen rumgespielt, haben dafür zwei neue Formeln, zwei Stern, drei Stern gefunden und dafür haben wir die Formel Stern verbraten. Jetzt ist also die Frage, wie gehen wir sozusagen mit zwei Stern, drei Stern weiter? Und jetzt wird es einfach ein bisschen rechnerisch. Ja, also wir müssen jetzt einfach ein bisschen rechnen und zwar folgendermaßen, wir definieren jetzt eine Fortsetzung durch einen gewissen Fortsetzungsoperator und dann zeigen wir, dass es passt. Entschuldigung. Also wir definieren f1 von v1 in die reellen Zahlen. Schubidubidub. Als Fortsetzung, als lineare Fortsetzung von f0. Das ging ja von v0 nach r. Via. So, und jetzt geben wir an, wie die Abbildung aussieht. Die sieht einfach folgendermaßen aus. F1. Naja, und jetzt setzen wir Werte ein aus dem, wo haben wir es stehen, hier ganz oben. Aus dem V1, also aus V0 in der direkten Summe mit dem Spann von x1. Also steht hier F1 von x plus Lambda x1. Das sind ja alle Elemente, die wir einsetzen können in V1, haben genau diese Form. Das definieren wir durch, naja, wir nehmen F0 von x und addieren einfach Lambda mal das Alpha. Das Alpha war ja das Supremum hier oben. So. Das nennen wir Sternchen 4. Also diese Fortsetzung, das ist einfach die Definition von der Fortsetzung, die es für den einen Schritt tut. Und dann müssen wir jetzt zeigen, dass es sozusagen wirklich das tut. Also ich kann euch jetzt sagen, dass es das tut. Wir zeigen es jetzt sogar. Also nach Definition von V1 als direkte Summe gilt nun, naja, wenn ich das F1 wieder einschränke auf den Unterraum V0, na, was heißt das? Dann sind hier diese Lambdas alle 0, dann ist das gleich F0. Also das ist schon mal gut, weil das wollten wir nämlich gerade so haben. So, und jetzt müssen wir ein bisschen was nachrechnen.
Also, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen für Lambda größer 0 ausrechnen, was passiert, wenn wir sozusagen f0 von y durch Lambda angucken plus Alpha. Warum wir das tun, das sehen wir dann ganz am Ende. Damit können wir nämlich eine wichtige Ungleichung ziehen. Also für Lambda größer 0 gilt f0 von, ja, was haben wir da? Y durch Lambda. Und darauf addieren wir das Alpha. Und jetzt brauchen wir diese Ungleichung aus zwei Sternen, die wir hier oben rausgeholt haben. Wir setzen also jetzt quasi y gleich y durch Lambda und setzen das jetzt sozusagen in das Zwei-Sternchen ein. Dann kriegen wir hier raus p von y durch Lambda plus x1. Mal gucken wir nochmal. Das ist genau das hier, wenn wir das y durch Lambda teilen. Also das ist direkte Wirkung von zwei Sternen. So, und damit können wir uns jetzt angucken, was das f1 tut, wenn ich da y plus Lambda x1 reinwerfe. Jetzt können wir erstmal die Definition von dem f1 anwenden. Dann kriegen wir raus, das ist f0 von y. Das ist einfach so hier definiert in Stern 4. f0 von x, das x ist jetzt y. Naja, und dann kommt Lambda Alpha da drauf. Entschuldigung. So, das können wir jetzt umschreiben zu folgendem. Das Lambda ist ja größer 0 und das f0 war ja linear, also können wir das schreiben als Lambda mal f0 von y durch Lambda plus Lambda Alpha. Da können wir jetzt ersichtlicherweise das Lambda rausziehen, dann bleibt stehen f0 von y durch Lambda plus Alpha in Klammern hinten drin. Ja, und das haben wir aber gerade hier oben angeschaut. Das ist kleiner gleich als p von dem Quark, der drin steht. Also steht hier Lambda mal p von ja, y durch Lambda plus x1. So. Na, und jetzt können wir natürlich ausnutzen, dass das p durch die Sublinearität für Lambda größer 0 wieder zulässt, dass ich das hier reinziehe. Das heißt, das ist nach S2 aus der Sublinearität nichts anderes als p von y plus Lambda x1. Das heißt, was haben wir hier jetzt effektiv gezeigt, um es nochmal in Reihenform zu schreiben? Hier steht f1 von y plus Lambda x1 ist kleiner gleich p von y plus Lambda x1. Das ist Sternchen 5. Was hier jetzt im Prinzip steht, ist f1 von z ist kleiner gleich p von z für alle z aus v1. Das ist also sozusagen das, was wir von der Fortsetzung haben wollen, in der Aussage unseres Satzes. Und jetzt müssen wir das Ganze im Prinzip nur noch für Lambda kleiner 0 zeigen, dass wir es dann in die andere Richtung bekommen. Und das machen wir jetzt eben noch fertig. Also wir wollen insbesondere, also wir sollen insgesamt zeigen, dass für alle v aus v1 f1 von v kleiner gleich p von v ist. Und wir haben es jetzt gezeigt für den Fall, dass das Lambda aus dem Spann oben größer 0 ist. Jetzt müssen wir es noch zeigen für den Fall, dass das Lambda kleiner 0 ist, weil der Spann hier oben, der fordert ja explizit, dass das Lambda aus R ist. Das heißt, nur Lambda größer 0 bringt uns nichts, hilft uns hier aber im ersten Teil für die, für die Anwendung der Sublinearität. Ja, für den anderen Teil müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. Das ist Teil 4 hier in dem Beweis. Schubidu. Also, was haben wir da? Jetzt nehmen wir uns Lambda kleiner 0. Ich schreibe das jetzt ein bisschen lapidarer auf, weil das ist jetzt vom Aufwand her genau das gleiche im Prinzip, was wir so haben. Jetzt haben wir oben ja gerade zwei Sterne benutzt. Für Lambda kleiner 0 benutzen wir drei Sterne. Also, was gilt hiermit? Hiermit gilt f0 von x durch minus Lambda minus Alpha. Das ist kleiner gleich nach drei Sternen als p von x durch minus Lambda minus x1. Auch da gucken wir nochmal ganz kurz ins Drei-Sternchen rein, was das nochmal sagte. Naja, das sagt da einfach aus f0 von x minus Alpha kleiner gleich p von x minus x1. Und das steht jetzt genau hier mit x gleich x durch minus Lambda. Also wieder so eine Art Skalierung, die dahinter steckt. Naja, und damit kann ich jetzt so eine ähnliche Ungleichung herleiten, wie wir das in Schritt 3 gemacht haben. Wir gucken uns nämlich an f1 von x plus Lambda x1. Aber das Lambda ist jetzt negativ, da müssen wir kurz drauf aufpassen. Da setzen wir erstmal wieder die Definition unserer Fortsetzung ein. Das ist einfach nichts anderes als f0 von x plus Lambda Alpha. Jetzt können wir
hier wieder sozusagen die Linearität von unserem F0 ausnutzen. Das ist also minus Lambda F0 von x durch minus Lambda. Ja, da ändern wir nichts dran. Plus das Lambda Alpha. Jetzt kann ich wieder das Lambda rausziehen. Jetzt ziehe ich aber nicht nur das Lambda raus, sondern ich ziehe einfach minus Lambda raus. Dann habe ich hier natürlich stehen F0 von x durch minus Lambda. Und hier habe ich aber stehen minus Alpha. Ja, und damit kann ich hier oben dieses Ding hernehmen und das sozusagen hierfür jetzt einsetzen. Das heißt, das ist kleiner gleich minus Lambda mal, und jetzt steht hier p von x durch minus Lambda minus x1. Naja, und jetzt weiß ich, Lambda ist negativ, das heißt, minus Lambda ist positiv. Das darf ich wieder mit der Sublinearität hier reinziehen, also hier wieder S2, das ist p von x plus Lambda x1. Das nennen wir Sternchen 6. So, und das heißt, auch hier haben wir stehen, F1 von x plus Lambda x1 kleiner gleich p von x plus Lambda 1, das heißt, Sternchen 5, das ist die vorige Ungleichung, und Sternchen 6 zusammen ergeben jetzt F1 von v kleiner gleich p von v, und zwar für alle v aus V1. Und damit sind wir mit dem Beweisteil 1 fertig. Und mit dem Beweisteil 2 machen wir im nächsten Video weiter, weil das hier gerade ein netter Cut ist und ich nächstes Mal dann einfach mit einem schönen kleinen Zwischenergebnis einsteigen kann. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Fragen, Anmerkungen, Kommentare wie immer gerne unten rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.